Da bin ich immer gespannt. Oh nein, ist der hübsch. Oh nein, ich werde nicht mehr. Guckt euch den an. Also ich habe jetzt 4 Pakete hier von euch. Ganz lieben Dank. Das. Ihr Süßen. Oh nein. Hallo, meine Lieben. Es gibt wieder ein Zuschauerpakete-Zuschauerpost-Video. 2 davon. Also ich habe jetzt 4 Pakete hier von euch. Ganz lieben Dank. Das ist einmal von Nancy. 1 ist von Doreen. 1 ist von Laura und 1 ist nochmal von Jeanette. Genau, ihr Süßen. Vielen lieben Dank für eure Pakete. Sowieso, ihr schickt mir immer so viele süße Sachen. Ich habe noch 2 Pakete zwischendurch gehabt. Ach nee, das waren sogar noch mehr. Ich hatte zwischendurch einfach so viele gesammelt, dass ich die dann irgendwann einfach ein bisschen so für mich privat aufgemacht habe. Deswegen seht ihr also nicht jedes Mal alle Pakete. Und zuletzt kamen jetzt noch welche von Mira rein. Die hatte mir ganz viele tolle Masken geschickt. Und von Corinne kam zu Ostern kam noch mal ein Deko-Paket. Genau, da waren so lustige Bonbons drin. Die gab es bei DM, solche Bonbon, Deko-Sachen, sag ich mal. Die stehen bei mir auch in der Küche. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Also vielen Dank, dass ihr überhaupt irgendwas schickt. Ihr müsst das natürlich nicht. Ich habe natürlich sowieso die besten Zuschauer. Ihr seid sowieso die besten, egal ob ihr was schickt oder nicht. Ihr seid immer süß, ihr seid immer lieb und nett. Und klar, es gibt auch mal welche dazwischen, die nicht so nett sind. Solange die sich vernünftig dazu äußern, was wir hier machen, ist das auch alles in Ordnung. Aber beleidigende Leute schmeiße ich raus. So, egal, aber auf jeden Fall, wir sind ja hier überwiegend vernünftige Leute und ich möchte euch jetzt zeigen, was mir die lieben Leute geschickt haben, damit die auch nochmal eine Reaktion sehen. Also wie gesagt, wenn ihr mir mal was schicken wollt, ich sage allerdings auch jedes Mal, ich habe genug, ihr müsst mir nichts schicken, gerade auch so angebrochene Sachen oder so, da bitte ich euch auch tatsächlich so in Zukunft bitte gar nicht so viel schicken. Ich kann das einfach nicht alles aufbrauchen, das ist dann wirklich zu schade und ich bin so ein asoziales Geschöpf. Ich habe gar nicht viele Freunde, dass ich das alles so weitergeben kann. Und genau, also vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Und ich bin aber immer froh, also bevor ihr mir was kauft, dann kauft euch lieber was Schönes und schickt mir ein Foto. Ich freue mich da genauso drüber. Ich fange jetzt mal kurz an hier mit dem Paket von Nancy. Genau, ganz lieben Dank dafür, du Süße. Steht hier irgendwo ein Datum drauf? 12.02. Also das ist auch schon ein bisschen her. Ich heb mir die ganz oft eigentlich auch auf, um die live mit euch auszupacken. Ich werde auch bald wieder bestimmt wieder öfter live kommen. Im Moment passt es aber einfach ganz oft nicht. Und das ist dann einfach irgendwie ja zu schade, die Sachen auch so lange hier rumliegen zu lassen. Ne? Bla bla bla, ihr Süßen. So, oh mein Gott, wie süß. Ich sehe hier direkt einen riesigen Schnapper als Blume. Total süß. Ach, wie, oh Gottchen, bist du süß. Vielen lieben Dank. Die ist ja wirklich ganz süß. Ich habe gerade bei mir aussortiert. Und so eine habe ich aber noch nicht. Und das ist dann auch ein Grund, die zu behalten. Auf jeden Fall. Gott, ich kann hier ganz viel sehen. Ich lasse euch mal kurz mit reinlunzen hier. Das ist also ganz viel. Ganz, ganz schön. Vielen Dank, du Süße. Ich guck mal. Genau, hier haben wir jetzt Kisses and Confetti. Der ist sogar noch zu Reval Loves Me, ein Highlighter. Den habe ich mir damals auch tatsächlich nicht gekauft. Den gab es, glaube ich, jetzt auch zu Valentinstag oder so. Auf jeden Fall total niedlich. Ich habe ja immer die gesammelt von Make-up Revolution. Machen die überhaupt noch welche? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich davon quasi schon ewig viele und das hier ist jetzt aber einer, den ich noch nicht habe. Hübsch. So ein schöner Highlight, den lasse ich hier auch direkt liegen. Ich habe hier nämlich gerade auf meinem Schminktisch gar keinen Highlighter liegen. Vielen lieben Dank, du Süße. Dann kommt hier was, das habe ich schon. Ach, das ist auch neu. Das ist der Maxi. Das riecht voll gut, der Maxi Blush von Essence. Gottchen, du hast ja richtig lang gesammelt hier, ne? Du süße Maus, vielen lieben Dank. Also von der Essence Limited Edition mit dem Löwenkönig, wollte ich jetzt sagen, König der Löwen. Total schön, ich habe den zwar schon, aber ich glaube, das war einer von denen, wo ich mich nicht traue, den anzufangen, weil der so hübsch ist und ich hätte dann einen zweiten, den ich dann anfangen kann. Also vielen lieben Dank, ich muss das hier unbedingt so ein bisschen separat hinlegen. Ich schreibe ja immer ganz gern auf die Sachen drauf, von wem die sind. Dann habe ich hier von Catrice ein Lippenöl, das sieht so ein bisschen neonfarbig aus. Glossy Lip Oil infused with a complex of caring oils, ja. Cool, auch der ist neu. Freue ich mich auch sehr drüber, habe ich nämlich auch noch nicht. Das finde ich auch immer jedes Mal so krass, dass ihr überhaupt wisst, was ich schon alles habe und was nicht, ne? Das ist echt immer unglaublich und das weiß ich ja teilweise selber nicht mehr. Und oh Gott, hier freue ich mich richtig drüber. NYX Sweet Cheek Soft Cheek Tint Blush Mousse. Wie cool, davon habe ich noch gar keinen. Und das ist jetzt hier so eine richtig schöne, ja, satte
Farbe irgendwie. Das ist eigentlich so voll schön für den Herbst. Aber, also sie hat mir das ja auch jetzt schon, ist ja schon ein Augenblick her. So schön. Oh mein Gott, ich freue mich schon sehr darauf. Dankeschön. Oh Gott, ich liebe das, dass ihr überhaupt immer wisst, was ich schon habe und was nicht. Das ist der Hammer. Hier ist ein Dream Sun Bronzing Powder von Maybelline. Den habe ich, glaube ich, schon. Der war mal in einem Adventskalender. Vielleicht gebe ich den dann weiter. Bitte seid mir auch nicht böse, wenn ich mal was weitergebe, weil wie gesagt, ich kann nicht alles behalten. Ne? Aber, oh Gott, das ist so schön. Das ist so schön. Oh Gott. Das ist für mich schon fast, also wenn ich im Sommer richtig gebräunt bin, ist das für mich schon fast ein Kompaktpuder. Ah, weißt du was? Ich guck mal, vielleicht gebe ich meinen weg. Das mache ich nämlich auch ganz gern, dass ich dann die Sachen von Zuschauern behalte und meine, die ich schon vorher hatte, dann weggebe. So, hier ist eine Hand. Ach nee, das ist keine Handcreme, sondern ein zum Desinfizieren. Richtig cool. Freut mich sehr. Sowas habe ich nämlich immer gern in der Handtasche oder im Auto. Von Catrice war das. Hand Sanitizer. Auf jeden Fall sieht das sehr hübsch aus. Guckt nur. So süß. So süß. Ach Gott, ihr werdet sowieso die ganze Zeit, ne? Ich sage immer in diesen Videos, schaltet ab, wenn ihr es nicht abkönnt. Aber dass da halt einfach, dass ich immer ganz viel süß und Dank und ach Gott und sowas alles halt sage, ne? Hier ist Marula Facial Oil von Drunk Elephant. Das ist ja auch cool, hatte ich auch noch nicht. Also von der Firma hatte ich schon mal was, aber ich habe es damals verschenkt, deswegen habe ich davon noch nichts ausprobiert. Aber gerade so ein Marula-Öl, ich mag zwar theoretisch nicht so gerne Öl in meinem Gesicht, aber mein Marula-Öl kann man schon mal noch eine Ausnahme machen. Ja, dann haben wir hier, oh, auch von, oh Mensch, auch von Drunk Elephant. Das ist arschteuer, das Zeug, müsst ihr wissen. Sea Tango Multivitamin Eye Cream. Da freue ich mich auch sehr drauf. 5 Milliliter. Gott, das kostet schon Vermögen, ne? Also vielen Dank, du süße Maus. Ich freue mich so sehr. Hier ist auch ein Catrice Camouflage noch in der Farbe 020 Beige, Light Beige. Auch noch zu wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, du Süße. Die habe ich auch schon lange nicht benutzt. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Farben davon rumliegen, aber ich glaube, die Zweier habe ich noch nicht. Deswegen auch das sehr, sehr, sehr cool. Hier sind jetzt zwei Sachen. Einmal ein Overnight Koffeinserum von Alverde. Auch richtig cool. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall schön. Ich muss mal gucken, ob das einen... Ja, falls ihr meinen Sohn hat, der hat gerade wieder seinen Spaß. Und ja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt entweder ein Eyeliner-Applikator drin oder ein hier so ein Wimpernbürstchen. Bin ich mal gespannt, weil vielleicht kann ich das dann mit meinem anderen Wimpernserum kombinieren. Das ist nämlich manchmal noch ganz schön, wenn man noch so eine Pflegekomponente hinzugibt. Dann haben wir hier jedenfalls noch von Reval de Loop einen Nagelpflegestift mit Biotin und Calcium. Sehr, sehr, sehr cool. Sind auch noch so ein paar feine Spitzen hinten zum Austauschen bei. Oh Jungs, Mädels, ich kriege gerade richtig Hunger. Ich glaube, ich muss gleich mal was essen. Auf jeden Fall ist das auch sehr schön. Alles, ich habe das alles noch nicht wirklich, ne? Also, ja, die ein, zwei Sachen da, aber das sind Sachen, die kann man trotzdem gut gebrauchen. Denn ist hier von Katjes Grünohrhasen. Davon hatte ich mir gar nichts gekauft aus der Limited Edition. Was ist denn das? Ein Augenbrauen-Gel-Mascara-Style-Encomp. Ach, cool. Na gut, das ist ja auch für den Sommer mal was ganz Schönes. Manchmal denke ich mir auch, wenn ich so meine Wimpern abends gepflegt habe und so, dass da einfach nochmal was rüber könnte, sollte man noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vorhaben oder so, dann ist das dann auch immer ganz schön, ne? So. Nee, dann haben wir hier noch die 540 Hollywood Red von Maybelline. Ein Lippenstift. Wow. Da muss ich mal gucken. Oha, das ist eine krasse Farbe. Da muss ich mal gucken, ob ich den an mir leiden kann. Ich bin da ja immer so ein bisschen festgefahren, was den Lippenstift angeht. Aber ich meine, so ein Ding ist auch echt nicht günstig. Ganz lieben Dank, du süße Maus. Oh Mann. Oh, hier, Jungs und Mädels, wenn ihr die noch bekommt, die ist so toll. Das ist von Catrice die Nude Darling Eyeshadow Palette. Scheint ja auch noch komplett neu zu sein. Ich habe die zwar schon, aber ich werde dann die andere weitergeben und die hier selber behalten. Das ist einfach so eine wunderschöne Farbrange. Oh, ich habe mich dort gerade gehauen. Finde ich so wunderschön, wirklich. Eine wunderschöne Palette. Vielen Dank. Und die ist halt auch nicht gerade günstig, ne? Mega, wirklich. Als nächstes haben wir hier noch, und das ist ein Magic Make-Up Mousse. Wollte ich damals immer versuchen, habe ich aber nicht, weil ich, ja weiß nicht, genug anderes da hatte. Von Into the Jungle, das war eine Limited Edition von Reval de Loop. Und jetzt habe ich das auch hier. Ich glaube, Like a Daisy in Spring liebt das Zeug total. Und ja, davon auch noch einige Backups. Und jetzt habe ich das auch nochmal zum Ausprobieren. Vielen lieben Dank. Richtig cool. Und es ist noch nicht vorbei, ihr Süßen. Oh Gott, hier ist noch mehr. Von Nivea, solche Reinigungstücher, die kann ich auch immer gut gebrauchen. Micellen-Reinigungstücher 3 in 1 von Nivea. Hello Beautiful. Selber Hello Beautiful, du Süßi. Oh Gott, hier schaut euch das an. Sehr schön. Ist auch nicht so eine große Packung. Das sind 25 Tücher. Vielleicht sind die auch einfach nur sehr platzsparend
gepresst, ich weiß es nicht. Aber die habe ich gerne hier auf dem Tisch liegen, einfach um Swatches abzuwischen oder so. Und meistens habe ich sie aber tatsächlich im Auto, einfach um zwischendurch mal die Hände sauber zu machen. Mag ich total gerne. Sehr, sehr, sehr cool. Dankeschön. Und dann haben wir hier ein Fresh Line. Fresh Mint Effekt. Duft hebt die Stimmung nachweislich. Ach so, okay, eine langanhaltende Frische. Also es ist ein Deo von 8x4. Das hatte ich auch noch nicht. Sehr cool. Allein die Verpackung, ne, die könnte ich mir jetzt auch so in den Hintergrund stellen. Und dann passt das sich quasi an irgendwie so ein bisschen. Natürlich jetzt nicht zum blauen Licht, aber zu den anderen Deko-Ornamenten da. Heißt das so? Ein Trockenshampoo für jedes Haar von Isana. Auch sehr cool. Für so unterwegs, ne? Falls man auf einmal fettige Haare kriegt, ist das bestimmt ganz cool. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Du süße Maus. Mensch, so viel. Du süße, süße Maus. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Und, oh Gott, habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Hattest du mir Bescheid gesagt? Manche schreiben mir vorher auf Instagram, aber es ist für mich super schwer und das hört sich vielleicht total dumm an, aber die Nachrichten, da kommen immer so viele Nachrichten rein und manchmal kriegst du die Nachrichten mit den Gesichtern nicht zusammen, weil Fotos und jemanden in Real Life sehen, ist ja manchmal auch noch eine ganz andere Geschichte. Und dann kommst du da manchmal ein bisschen durcheinander und weißt jetzt gerade nicht mehr, oh je, war das jetzt die Dame oder war das die Dame? War das nochmal der Name oder da? Dann ist das gar nicht so, das kriegt man da nicht immer so ganz zusammen. Und das ist dann nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, naja, sind dann einfach viele. Ihr Süßen, auf jeden Fall ist das cool. Ich freue mich sehr. Danke, 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 schöne süße Maus. Wir machen auch direkt weiter. Das war jedenfalls das Paket von der süßen Nancy. Dann machen wir weiter mit einem Paket, was ich schon ausgepackt habe kurz, weil da war ich auch total überrascht. Das war von der lieben Doreen, die hat mir schon öfter ein Paket geschickt mit ihrem Partner Jörn zusammen. Und hier war es wohl scheinbar mal wieder an der Zeit, so süß von ihr, echt so süß. Ja, hier fangen wir jetzt an mit Pack Your Bags, Under Eye Masks. Ich weiß gerade nicht, wo es diese Firma gibt, aber es sieht irgendwie ein bisschen aus nach Primark. Das ist aber ganz cool. Das ist mit grünem Tee. Und ja, das sind halt solche Under-Eye-Dinger. Die kann man ja wohl immer gebrauchen. Richtig cool. Die habe ich auch selber weder gesehen noch jemals ausprobiert. Und deswegen ist das jetzt einfach eine ganz schöne Sache. Vielen Dank, du Süße. Ah, ihr seid die Besten. Ihr seid einfach so süß. Hier ist gleich eine Zweier-Ausführung von Tony Moly. I'm Seaweed Mask Sheet, also auch eine koreanische Maske. Und die sind eigentlich immer ganz gut gewesen bisher, ja. Sie schickt mir immer sehr, sehr besondere Masken, die ich halt selber nicht so oft kaufe. Und teilweise kommt sie auch an interessante Marken dran. Hier ist jetzt was von Bevola. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Steht es vielleicht sogar drauf? Ach, bei Kaufland. Ja, super, cool. Eine Peel-Off-Maske für frische und geschmeidige Haut. Ja, cool. Also da bin ich auch sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Habe ich noch nie gesehen. Richtig cool. Dann ist hier von Blender Blue Detox Moisturizing Metallic Mask. Ach, auch richtig cool. Gott, ich glaube, das ist... Ist das TK Maxx? Na, ich meine, die Marke kennt man eh, ne? Aber das sieht auch sehr schön aus. Da geht es hier wieder voll rund mit den Masken. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit recht viele in Trashy gelegt, weil ich einfach zu viele gesammelt habe irgendwie und die nicht aufbrauchen konnte. Und die noch gut waren, die habe ich dann reingepackt, sodass ich jetzt so ein bisschen nachrücken kann und ich auch die Sachen jetzt benutzen kann. Das ist natürlich schön. Hier ist noch eine von Action, die mag ich auch immer sehr gerne. Die ist jetzt mit Kaviar, glaube ich. Und ja, Gesichtsmask. Ja, die sieht gut aus mit Kaviar. Das sieht gut aus. Ich kann also das, was da in Englisch draufsteht, das kann ich tatsächlich jetzt gerade auch nicht übersetzen. Wobei ich gar nicht so schlecht Englisch kann. Aber ich rede es leider nicht mehr täglich. Ich habe es mal eine Zeit lang täglich gesprochen. Dann ging das richtig gut, aber das ist gerade nicht mehr. Und deswegen schläft das ein bisschen ein, was echt schade ist. Naja, gut, ich versuche es wieder zu trainieren. Aber auf jeden Fall ist das auch sehr, sehr, sehr schön. Und hier, ich glaube, entweder hatte ich, die hatte ich schon mal. Hatte ich die von dir, Doreen, oder hatte ich die von Katrins Welt und so? Oder war das eine Bananenmaske? Das kann auch sein, was ich da von Katrins Welt hatte. Dann hatte ich die wahrscheinlich schon mal von dir. Von der lieben Doreen. Vielen lieben Dank. Das ist auch so cool, dass du mir gleich zwei schickst. So mega cool. Es ist halt auch eine koreanische Maske und so mit Eiweiß hört sich erstmal eklig an. Aber die war echt auch richtig gut. Richtig schön getränkt. Das fühlt man auch, dass da sehr viel Gel drin ist. Ne? Und nochmal eine zweifache Ausführung von diesen hier. Die habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. Ist, glaube ich, ein Trüffel. Ne? Ist auch so schön. Oh, ich freue mich sehr. Porecare Mask Pack. Mega. Mega schön. Ah, ich freue mich. Dankeschön, du süße Maus. Es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben hier noch vier Make-up-Produkte tatsächlich. Einmal im Technik Retractable Eyeliner. Das ist ein schwarzer Eyeliner, genauso zum Rausdrehen. Zumindest sieht der für mich jetzt hier gerade in dem Licht schwarz aus.
Aber vielleicht ist das auch eine andere. Der ist sogar cruelty-free. Dann haben wir hier aus einer etwas älteren Limited Edition schon. Habe ich mir damals aber nicht. Ich glaube, den habe ich gar nicht mehr bekommen. Greetings from Lissabon oder Lisbon. Lisbon. Ja, also hier, das war von River Loves Me, so eine Limited Edition. Da haben wir hier so vier verschiedene Farben von Augenbrauen. Stift, ja, das ist mega. Also kann man sich richtig gut, das ist wie so ein Kugelschreiber früher gemacht. Hattet ihr auch diese verschiedenfarbigen Kugelschreiber, so all in one? Ich habe damit immer Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise wir mussten in unserer Schule einfach viel auswendig lernen bei unserer einen Lehrerin. Und dann habe ich immer auf irgendein altes Blatt Papier, habe ich dann immer diesen Kugelschreiber quasi, den ich in der Form hatte, genommen und dann in allen Farben immer alles so oft aufgeschrieben, bis ich es auswendig aus dem Kopf aufschreiben konnte. Und dann, damit ich nicht so viel Papier verschwende, habe ich dann quasi immer das ja einmal runtergeschrieben in der Schrift, dann nochmal in der Schrift und habe dann immer versucht, so augenscheinlich zu ignorieren, was schon auf dem Zettel draufsteht. Das hat ganz gut geklappt, ne? Ich hatte wirklich gute Noten, aber es ist alles wieder aus meinem Kopf rausgefallen, leider. Total schade. Ja, aber das war wenigstens, also es hat funktioniert soweit. Dann haben wir hier noch einen Catrice Liquid Liner in Matt. Ist auch schwarz auf jeden Fall und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Ich hatte letztens erst Eyeliner aussortiert. Wenn ich jetzt dann wieder einen habe, der funktioniert, ist das natürlich super. Und das hier habe ich noch gar nicht. Mega. Das ist die Farbe, ich weiß nicht, Sunkissed Golden Wonderland Contour Cream. Das sieht auch sehr cool aus, wirklich. Konturpaletten mag ich sowieso immer total gerne. Und jetzt habe ich hier noch sowas. Das ist sehr schön, alles cremig. Vielen lieben Dank, du süße Maus. Die ist übrigens mir letztens einfach total krass runtergeknallt auf den Boden. Und dadurch, dass es Cremeprodukte waren, ist es nicht kaputt gegangen. Richtig nice, habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Doreen. Ein sehr schönes Päckchen. Egal wie groß oder ob klein hier Pakete geschickt werden, da bin ich für... keine Ahnung, mir hat auch schon mal eine einfach nur eine Peel-Off-Maske geschickt und da habe ich mich genauso drüber gefreut, weil in dem Moment denkt einfach einer an mich und macht sich auch die Mühe, mir das zu schicken. Es ist einfach so süß, wirklich. Ihr seid die Besten. Oh. So, jetzt habe ich hier noch zwei Pakete, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich mache mal hier das von Laura zuerst, weil auch Laura hat mir schon öfter mal Pakete geschickt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die hat mir auch schon ganz oft richtig tolle Schätzchen geschickt und ja, ab und an kommt das dann nochmal vor. Ich glaube, das letzte Mal hatte sie mir aus der Mermaid hier, aus der, da kam gerade dieser Disney-Film, diese Realverfilmung von der kleinen Meerjungfrau raus und da gab es bei Kiko so eine Limited Edition. Davon hat sie mir zwei, sogar drei Produkte geschickt. So süß. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier schon wieder reingemacht hat. Die schießt nämlich echt immer den Vogel ab. So, hier haben wir jetzt erstmal Zeitung. Und Zeitung, oha. Und Zeitung? Oha, ich sehe schon eine Palette, oh je. Oh, ich habe gestern überlegt, ob ich die kaufe. Das ist ja witzig. Das ist eine Highlighter-Palette von Revolution, Dangerous Love. Davon gab es auch, ich meine, das waren hier Creme-Blushes. Ihr hört meinen Sohn, das ist so lustig. Und ja, den hat sie mir jetzt geschenkt. Ich glaube, die gab es bei Revolution jetzt noch reduziert direkt. Und da hatte ich gestern kurz überlegt, weil die so günstig war und ich die halt noch nicht hatte. Mega, vielen Dank, liebe Laura, so süß. Und dann habe ich hier eine riesige Dose. Oh mein Gott, das ist eine Glossy-Box. So, hier ist auf jeden Fall dann alles raus. Schaut mal, ist die nicht süß? Die ist auch noch so aus Metall, also nicht aus Pappe. Oh, sieht die süß aus. Guckt mal, ich kann nicht mehr. Wuhu! Ihr Süßen, oh nein. Oh nein, ich... Oh, wie das duftet, ich kann nicht mehr. Also, das ist einmal von Foamy. Eine Shampoo, ein festes Shampoo. Cool, hatte ich vor Ewigkeiten mal. Eigentlich komme ich mit Shampoos, mit Shampoos selber schon, mit festen Shampoos nicht so gut klar. Aber es ist mal wieder ein Versuch wert. Oh, mega. Da habe ich übrigens vor Jahren mal ein Video von gemacht. Da kam es ganz neu raus. Das war aber, glaube ich, damals noch eine andere Duftsorte. Das hier ist jetzt irgendwie, sind das Blaubeeren oder so? Steht das hier irgendwo? Ach, mit diesen anderen, wie heißen die? Acai oder Acai? Acai-Beeren? Weiß ich gerade gar nicht. Und Mandelextrakt, genau, verleiht geschwächtem Haarvolumen und Glanz. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, du süße Maus. Vielen lieben Dank. Du hast mir letztes Mal, glaube ich, auch irgendwie was von Foamy. Oder das war so ähnlich, weiß gerade auch nicht. So, dann habe ich hier, den habe ich selber auch noch. Hello Buddy Coco Fresh Coconut Face Cleansing Foam. Ich mag solche Schäume so sehr gerne. Ich habe jetzt den hier noch nicht probiert. Meiner ist doch geschlossen. Aber ja, das macht einfach immer Spaß. Ich liebe Schaum. Das macht echt Spaß. Ich muss auch jetzt dringend mal, ich bin ja gerade am Aufbrauchen von meinen Duschgelen. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Aber gerade hier die Bilou-Schäume, habt ihr mir gesagt, soll ich machen. Hier habe ich schon einen von. Der ist echt nicht schlecht. Kann man auch super gut als Blush benutzen. Jetzt in der Farbe ist es natürlich ein bisschen eher so ein winterlicher Blush, würde ich sagen. Aber gefällt mir auch sehr gut. Smooth Whip
Matte Lip Cream von NYX. Auch sehr cool. Ich guck mal nachher, welche Farbe ich davon schon habe. Ich meine, die war ein bisschen heller als die hier. Vielleicht ist es aber auch die gleiche. Mal gucken, werden wir sehen. Dann ist hier, ist das ein Pinsel? Spectrum Glossy. Oh Gott, B06 Taped Blender. Taped Blender. Da bin ich immer gespannt. Oh nein, ist der hübsch. Oh nein, ich werde nicht mehr. Guckt euch den an. Bei Pinseln ist bei mir ja immer vorbei, ne? Oh nein, ist der schön. Und dann auch noch so ein schöner. Oh Gott. Vielen Dank, so süß. Oh Gott, ist der schön. Ah, ich werde nicht mehr. Ah, das tut aber auch manchmal weh. So schön ist das. Dann haben wir hier nochmal ein Caring Beauty 2-in-1 langanhaltende Pflege und strahlende Farbe. Es ist ein Labello in einer Farbe. Die, ja, keine Ahnung. Pink. Ja, das ist die pinke Variante, genau. Da weiß ich tatsächlich nicht so genau, ob das was für mich ist. Überlege ich mir nochmal, ob ich das sonst weitergebe. Aber das ist auch sehr süß von dir. Dankeschön. Ach, ihr Süßen. Ja, und dann ist hier tatsächlich noch was drin. Und zwar von Floss. Eine Eyeshadow-Palette. Ein Vierer-Squad scheinbar. Da gucken wir mal rein. Almost Nude steht da. Das könnte sehr passend sein. Mal gucken. Sieht von außen schon mal echt cool aus. Und von innen? Die ist ja auch süß. Guckt mal, das ist wirklich sehr nudig, aber auch wirklich süß. Guckt mal, ach, danke schön, du süße Maus, du. Ach, das ist so lieb immer von euch, echt. Also, dass ihr überhaupt an mich denkt, dass ihr mir überhaupt, ich meine, ne, das ist ja nicht nur der Gedanke von, ich möchte jemandem eine Freude machen, sondern dann macht man sich Gedanken, was man zu Hause hat, was man von irgendwo hat, auf was man einkaufen geht, dann packt man das ein. Dann denkt man die ganze Zeit an denjenigen und dann bringt man das zur Post und gibt Geld aus und so weiter und so fort. Das ist so süß, echt. Also auch dafür, Laura, lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Oh Gott, der Pinsel ist auch sowieso, also das ist alles der Hammer. Vielen Dank. Die Box behalte ich auch in Ehren auf jeden Fall. Die ist super schön. Ganz herzlichen Dank. So süß. Oh Gott, Laura. Oh, du süße Maus, ich kann nicht mehr. Gott, oh Gott, oh Gott, ihr seid so süß, echt. Sorry, dass ihr das die ganze Zeit... Nee, ich rede die ganze Zeit dasselbe. Ihr Süßen, ich bin aufgeregt, wie man merkt. So, und dann haben wir als nächstes von der lieben Jeanette. Die hat mir auch schon öfter mal Päckchen geschickt. Vielen Dank. Sie hat auch einen Kanal, meine ich. Wenn ich das jetzt nicht gerade schon wieder durcheinander bringe. Ich bin bei sowas immer sehr gut im Durcheinanderbringen. Und ja, die hat mir jetzt auch schon ein riesiges Paket hier geschickt. Das ist auch schon ein bisschen länger da. Steht hier irgendwo ein Datum? Kommt sogar aus Wien, stimmt ja. Aber ich sehe hier gerade kein Datum leider. Das ist wirklich schon eine Weile her. Oh, Jungs und Mädels. Oh Gott, sehe ich da etwa was, was ich eben schon gekauft habe und gar nicht kaufen sollte. Schaut mal, so süß. Das riecht auch so gut. Richtig nach Parfümerie. Ich glaube, oh nein. Oh nein. Jungs und Mädels. Ich habe mir gerade eine Tüte gekauft. Und hier sind einfach nochmal zwei. Oh mein Gott, Fudge Vanille, es ist so lecker. Ich habe mir eben schon... Oh Gott, ich habe das zum Glück weggebracht, nicht? Es ist schon drüben. Oh Gott, es ist so lecker. Also, die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ich hatte mal vor... Ich weiß nicht, es war zwischen 2019 und 2021 hatte ich irgendwann so eine Sucht auf dieses Zeug. Das gibt es halt ab und an mal bei Action. Unser hatte es jetzt lange nicht, aber jetzt halt vor ein paar Tagen wieder. Beziehungsweise ich habe eben den Action-Haul gedreht, den ihr aber wahrscheinlich entweder schon gesehen habt oder noch sehen werdet. Und da habe ich mir halt eine Tüte mitgenommen, weil ich verfalle in eine Sucht, wenn ich das Zeug habe. Aber es ist so lecker, wirklich. Mein Sohn im Hintergrund ist ja geil. Es ist echt der Hammer. Ja, auf jeden Fall so lecker sind die. Die muss ich jetzt aber auch vor mir selber verstecken gehen. Weil das Problem ist, wenn ich das zu Hause habe, dann esse ich das. Dann inhaliere ich das, bis das weg ist. Egal, ob mir schlecht ist. Dann esse ich, bis mir schlecht wird. Dann warte ich eine halbe Stunde, bis mir nicht mehr schlecht ist. Dann esse ich weiter. Das ist wirklich nicht normal, ne? Aber das ist so lecker. Meine Lieblingssüßigkeit wirklich. Oh Gott, mega lecker. Und oh mein Gott, da ist noch was, was ich liebe. Oh Gott, ihr habt... Oh nein. Oh, vielen Dank. Die liebe ich auch. Total. Okay. Ich habe viele Lieblingssüßigkeiten, die gehören eindeutig dazu. Ich mag auch noch sehr gerne übrigens Chocolate Chips, diese von Choco Crossis, so eine, diese komischen gewellten, oh, die sind auch mega. Oh Gott, aber das hier, oh, ich werde mich nachher erstmal hinsetzen und mich erstmal vollfressen. Mache ich natürlich nicht, vielleicht ein bisschen. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Brief, den gucke ich mir mal an. So eine süße Verpackung, ich meine so ein süßer Umschlag und hier nochmal so eine, oh Gott, süße Karte, ich kann nicht mehr. Lots of love. So süß. Liebe Alina, ich wünsche dir einen schönen Valentinstag. Guckt mal, so süß. Und sorry für die voll verspäteten Weihnachtsprodukte. Ich hoffe, du hast eine Freude. Liebe Grüße, Shay. Genau. Und seht ihr, dann hat sie wirklich einen Kanal. Dann habe ich es nicht durcheinander gebracht. Sehr schön. Oh Gott. Ja, das ist egal, ob da jetzt noch was von Weihnachten bei ist oder nicht. Hier ist jetzt You Are Beautiful Hydrogel Augenpads von Cadea Vera. Genau. Sie arbeitet beim Müller. Deswegen kommt sie da mal sehr gut und sehr schnell ran und kann sehr schön zugreifen, wenn das neu reinkommt. Das ist richtig cool. Dann haben wir hier nochmal Augenpads.
Hydrogel Beauty Date, auch sehr schön. Die haben auch, die schimmern beide so extrem schön. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich fahre selber nicht so oft zu Müller, weil der bei uns in der Stadt ist, wo ich selber nicht so oft hingehe, weil mich die Leute da nerven. Und ja, meistens ist es halt voll, das ist eigentlich das Einzige, ne? Aber deswegen ist das gerade besonders gut. Falls ich jetzt etwas nasal klinge, ich weiß nicht genau warum, aber naja, es fliegen ja auch alle möglichen Pollen rum, ne? Dann haben wir hier wieder von Cadea Vera. Wir haben übrigens jetzt wirklich Massen über Massen solche Verpackungen, Badezusätze, Masken und sowas, so süß. I love you so much, Maske. Erdbeer- und Reisextrakt fliegend. Oh, so süß. Auch, ihr süßen Mäuse hier. Du süße Maus, hier ist nochmal Better Together Tuchmaske, so süß. Love is in the air. Hier haben wir Hyaluron und Rosa Canina, noch nie gehört, aber cool. Hyaluron und Avocado. Nein, guckt euch diese Bärchen an. Ich werde nicht mehr. Oh Gott. Und hier, das zeige ich jetzt nochmal kurz. Das ist etwas, das fehlt mir in meiner Sammlung tatsächlich noch. Die habe ich mir nicht geholt. Von Bilou. Hier Cherry Blossom, cremiger Duschschaum haben wir hier. Happy Summer. Apricot Flower. Sweet Strawberry. Snow Rose. So süß. Und das ist, oh nein, das ist so schön. Ich werde das hier nochmal so ein bisschen ausbeulen. Das war von der Reise hierher auf jeden Fall ein bisschen demoliert. Das ist aber nicht schlimm, das ist nur ein bisschen verbogen. Und so süße kleine Duschschäume. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, du Süße. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die nicht gekauft habe. Ich glaube, es war tatsächlich immer Vernunft. Man weiß es nicht. Aber das ist auch so cool. Du Süße, Mann. Du. Oh Gott. Okay. Ich versuche hier etwas schneller durchzugehen. Es ist wirklich unglaublich viel. Hier haben wir die gemütliche Kuschelstunde. Es ist ein Pflegebad, entspannt und wohltuend mit Winterpflaume, Ebenholz und Vanille. Kann ich hier gleich mal ein bisschen sortieren. Hier ist nochmal Cozy Bear Tuchmaske mit Kakaobutter, Vanilleextrakt und Duft nach Gemütlichkeit. Mit einem süßen Bärchen drauf. Auch ganz entzückend. Du Süße. Von Bilou. Ein Badezusatz. Das ist mit so einem, ist das ein Bubble Tea? Blueberry Bubble Tea oder sowas? Ah, Jelly Bubble heißt das. Okay. Mega. Ich freue mich darauf so sehr. Das ist echt viel. Pumpkin Spice Latte Tuchmaske mit Kürbis und Vanilleextrakt und Panthenol. Auch sehr süß. Das ist sowieso alles süß, ist ja klar. Mary Cinnamon Star hier von Tete Sepp, genau, pflegendes Schaumbad, Apfelzimt und Mandeln, freue ich mich sehr drauf. Die hebe ich mir tatsächlich jetzt aber auch auf für den Winter. Das wird sich ja wohl halten bis dahin. Ich habe ja teilweise schon Duschgele noch viel, viel länger aufbewahrt. Dann ein Badepuder, deine Auszeit von Valea. Das riecht auch sehr gut, hatte ich schon mal, glaube ich. Dann ist hier das Frostbeulen. Oh, mega. Das riecht ein bisschen nach meinen My Little Pony Spielfiguren von früher, keine Ahnung wieso. Dann ist hier nochmal ein Frostbeulenbad, Badekristalle, so schön. Oh Gott. Und hier, oh nein, guck mal hier, süß. Ach, von König der Löwen. Hier ist doch mehr Disney, oh mein Gott. Also das ist ein Crackling-Badesalz. Das ist auch von Bambi, so süß. Und dann nochmal Susi und Strolch, oh, den habe ich auch so geliebt. Und Crackling Bath Salt mit Stitch drauf, der abgeknutet wurde scheinbar mit Herzchen oder ist verliebt. Oh, ich habe schon wieder tatsächlich über eine halbe Stunde aufgenommen. Mega schön sind jedenfalls diese Zuckerstangen Augenpads. Ich weiß nicht, wie lange er eben aufgenommen hat deswegen. Und oh Gott, hier sind halbe Gingerbread-Men. Oh mein Gott, also so halbe. Also hier sind auch Augenpads und da habt ihr einfach einen durchgeschnittenen Lebkuchenmann. Ist das nicht der Oberkracher? Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Gerecht. Komm mal auf sowas. Hier ist Badesalz You Are My Other Half. Das habe ich mir selber, glaube ich, nicht gekauft. Ach, das ist so süß. Oh, das riecht. Das riecht gut. Ja. Ja, schaut mal bei ihr vorbei. Ab und an lädt sie auch Videos hoch. Manchmal nicht so, aber dann wieder sehr regelmäßig und dann auch viele auf einmal. Und das sind halt auch so Haul-Sachen. Sie ist sehr sympathisch und sehr süß ist sie auf jeden Fall. Und oh, sie hat mir schon öfter hier was geschenkt. Ah, Gott, ich kann nicht mehr. Hier ist ein Kokosflöckchen, Hydrogel-Lippenmaske. Oh, wie süß. Schaut nur. Oh Gott, so süß, echt. Oh Gott, ihr Armen, ihr tut mir leid. Oh Gott, was gibt es denn hier alles? Vanillekipferl haben wir hier auf jeden Fall noch. Das ist ja eine ziemlich ähnliche Form, wie man sonst sich auch so Augenmasken drauf macht. Mega cool, aber die hier fand ich gerade auch total heftig. Das sind Schneemänner. Mega, echt. Chocolate Kiss Hydrogel Lippenmaske mit Kakaobutterextrakt. Oh mein Gott, mega, mega cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier ist der letzte Schwung.
Cozy Love, Aromaschaumwarte, süß. Du hast so viel Geld ausgegeben. Auch sorry, fällt schon hier ist so viel, dass das alles schon runterfällt. Santa's Brownie Gang, Maske mit Kakaobutter und Erdbeerextrakt. Der Hammer, ich sag's euch, echt so cool. Christmas Punch Tuchmaske haben wir hier. Total lustig. Vitamin C, rote Beeren und Orangenextrakt. Oh, hier, das ist richtig cool. Hot Chocolate Tuchmaske mit Kakaobutter, Avocadoöl und Vanilleextrakt. Total der Hammer. Oh Mann, dann ist hier Time to Crumble Zuckerpeeling. Sehr cool. Freue ich mich auch sehr drauf. Dann Warm Cookies Tuchmaske, Shea Butter, Kupuasu Butter. Das kann ich immer nicht aussprechen. Und Mandelextrakt. Sehr cool. Gebrannte Mandeln. Mit Mandelextrakt natürlich und Hydrokomplex. Und dann haben wir hier noch Kollagenessenz Mask Sheet. Die sieht ja mega aus. Habe ich auch noch nie gesehen hier. Total der Oberkracher. Und dann Coming Home for Christmas Hydrogel Maske und die Backstube Hydrogel Maske mit Mandelöl. Das war's. Und das, oh Gott, ihr habt alle so tolle Pakete gemacht und alle so unterschiedlich. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Konnte ich heute gerade tatsächlich auch gut gebrauchen. Ich bin nämlich heute Morgen irgendwie aufgestanden und hatte so richtig, richtig schlechte Laune, obwohl ich gar keinen Grund hatte. Und ja, ich war so richtig innerlich unruhig, bis dann irgendwann ein Migräneanfall anfing. Und der kündigt sich manchmal kündigt sich mein Migräneanfall nämlich mit Hunger an. Manchmal mit Unruhe, manchmal mit Nackenschmerzen, manchmal gar nicht, manchmal durch eine Aura. Es ist jedes Mal anders. Aber diesmal war ich unruhig und habe dann Migräne bekommen. Und deswegen bin ich gerade extrem happy über diese ganzen Geschenke, ihr Süßen. Von Herzen ganz, ganz herzlichen Dank. Oh Gott, ihr seid so süß. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das ist einfach, oh Gott. Oh Gott. Zum Glück habe ich gerade ein bisschen aussortiert, sodass ein bisschen Platz da ist für diese wunderbaren Schätze, ihr Süßen. Ich habe euch lieb. Ihr seid einfach toll und ja. Ich bin immer sehr stolz, dass ich hier so viele liebe, nette Leute irgendwie vereinen und versammeln und einfach freundlich sind. So, genug geschleimt, ihr Süßen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich ziehe mir jetzt eine Spurnasenspray rein. Macht's gut. Tschüss.